Tschüss, Lasa. Weiter geht's. Sieht aus wie Österreich da draußen, gell? Und es ist die erste Autobahn, die wir fahren, seitdem wir in Tibet sind. Also seit 2,5 Wochen einfach mal keine Schlaglöcher, keine Wellen. Das Einzige, was gegen Österreich spricht, sind die 3100 Meter, auf denen wir uns gerade befinden. Eines unter vielen Hotels, die wir hier in China zwangsweise beziehen müssen. Da steht Kidimobil, unser Haus vor dem Hotel. Wir hatten gestern einen ziemlich langweiligen Tag, aber heute geht es mal wieder richtig zur Sache. Wir fahren gleich in irgend so ein wunderschönes altes Kloster. Wir gehen jetzt ins Kloster, ne? War schon drin. Und wie schmeckt's, Frau Neumann? Ganz anders als unsere Franken. Echt? Herber. Bombe Palais. Ein anderes Mehl. Fragst du mir? Lecker oder nicht? Ja. Wenn du nicht aufpasst, ist gleich alles weg. Auf dem Weg nach oben, auf 3800 Metern. Mit unseren Fahrgästen. Hello! Hello! Kloster Nummer 2 heute. Sieht viel beeindruckender aus als das erste, aber dafür auch viel mehr Touristen dabei. Das ist überraschend, was das so alles zu bieten hat. Ich war, Frau Neumann. Ja, du musst rausgucken. Ja, ich muss rausgucken, sagt meine Frau. So mit dem Tee trinken. Ja, teuer, ne? Mal gucken, was da noch so kommt. Das ist der Meister, der macht uns den ganzen Tee und wir haben drei verschiedene Sorten. Okay. Den schwarzen haben wir schon.
这个动作应该要来这。Wir fahren heute im Konvoi mit einem super duper Overlander Fahrzeug aus Wuppertal. Das sind der Jochen und der Pablo und die sind auf dem Weg nach Kambodscha mit ihrem 28 Jahre alten Ford Transit Duro. Das kenne ich mal wie Jungspund. Wir fahren jetzt Batteriecar, so nennt man das Ganze hier. Da vorne sitzen sie schon. Unsere Wuppertaler Gang. Connected.